Willkommen zum Unboxing vom Film Air Force One auf 4K Ultra HD Blu-ray Disc. Es handelt sich hier um einen Import-Release aus den Vereinigten Staaten stammend und hier ist leider keine deutsche Tonspur an Bord. Ihr habt allerdings hier die Standard Blu-ray mit dabei, den Digital Code mit dabei, seht ihr hier oben, und die natürlich die 4K Ultra HD Blu-ray Disc ist auch mit an Bord. Ja, das ist ein US-Import, hatte ich ja schon gesagt. In Deutschland ist der FSK 16 freigegeben und Uncut, allerdings nur auf Blu-ray erhältlich und nicht auf 4K. Den gab es in Deutschland auch schon mal als FSK 12, da war der gecuttet, aber inzwischen ist FSK 16 eigentlich die Standardversion. So, dann packen wir das gute Stück mal aus. Also die gute Nachricht ist hier, dass wirklich ein 4K-Scan von Sony Pictures angefertigt worden ist und dass die Bildqualität wohl hervorragend sein soll, was ich bisher gelesen habe. Gut, dann schauen wir mal rein. Gut, da haben wir hier den Digital Code, den zeige ich euch mal kurz. Ist irgendwie was Neues hier, keine Ahnung. Wahrscheinlich das Nachfolgeformat von dem ausgelaufenen, ich weiß nicht mehr genau, wie es heißt, Ultraviolet, glaube ich. Ja, dann gucken wir rein. Hier habt ihr die Blu-ray und hier die 4K, schön zu differenzieren an den Farben. Das sind wahrscheinlich diese Semisparhüllen, die Sony in den Staaten verwendet. Gucken wir mal dahinter. Genau, also hier habt ihr so eine leichte Materialaussparung, aber Material ist trotzdem noch durchgängig produziert. Genau. Echo Light Vortex Hüllen heißen die hier wohl. Das ist die korrekte Bezeichnung dieser Hüllen. So, ihr seht das hier, keine Überraschungen. Packe ich die auch direkt wieder rein. Wendecover braucht man dementsprechend eigentlich auch nicht gucken. Das ist in den Staaten normalerweise kein Thema. Und wie ihr seht, es ist auch in diesem Release kein Thema. So. Dann sage ich nochmal was zu der Situation zu diesem Film in Deutschland. Und zwar hatte das der Kollege 4K-Sammler One, auch nochmal einen Gruß, das ist ein weiterer YouTube-Kanal, der sich hauptsächlich mit 4K Ultra HD Home Theater Releases sozusagen beschäftigt, hatte das angemerkt bei meinem Video zum Unboxing-Video zum Film Starship Troopers. Und zwar ist Starship Troopers auch ein Disney-Release in Deutschland. Und das ist im vorliegenden Fall hier bei Air Force One ebenfalls der Fall. Und da die Filme beide, also Starship Troopers und der Air Force One, auch von Sony in den Staaten released werden, ist das eben der Grund, dass hier Sony mehr Gas gegeben hat oder da scheinbar einen größeren Markt sieht für diesen Film als in Deutschland Disney. Und deswegen sind die da schon draußen. Ja, also wenn ihr mit dem Verlust der deutschen Tonspur leben könnt, kann ich das Release nur ans Herz legen. Das ist, wie gesagt, eine super Bildqualität laut den Experten. Das kann man ja auch nachlesen. Und ihr habt im Prinzip die Blu-ray auch noch dabei. Und der Kurs ist, glaube ich, mit $20 auch nicht unverschämt, sondern eigentlich angemessen für das, was geboten wird. Insbesondere bei einer 4K-Neuabtastung, also einem wirklich 4K-Release. Ja, also da kann man nicht meckern. Wie gesagt, könnt ihr euch angucken. Der Film ist eigentlich ein Klassiker. Der ist von Wolfgang Petersen, der hat da Regie geführt. Der hat auch bei einem der größten oder dem größten, meiner Meinung nach, deutschen Kriegsfilm, vielleicht kann man den noch auf eine Ebene stellen mit dem Untergang, aber Das Boot, ihr habt es wahrscheinlich schon erahnt, Das Boot ist ein absoluter Klassiker, auch Regie Wolfgang Petersen. Also mit dem Film kann man eigentlich nicht viel falsch machen, meiner Meinung nach. Gut, dann zeige ich euch noch einmal kurz die Sprachen, damit ihr hier die finale Gewissheit habt. Im Close-Up, genau. Und das Rückcover nochmal im Close-Up. Ja, dann war es das zu dem Release. Dann danke ich euch wie immer für eure Aufmerksamkeit und wünsche euch noch einen schönen Tag.